dem Geheimnis auf der Spur. Als Kind hätte sich Sepp Probst im Finstern nicht hierher getraut. Im Moorgebiet der Totenau hat er mit seiner Großmutter früher Moosbeeren gesammelt. Dabei hat sie ihre unheimlichen Geschichten erzählt. Der Name Totenau, der soll von dem herkommen, dass früher so die Pesttoten haben sie einfach ins Moor geworfen. Da sagt man, hat die Toten drin, die Totenau. Genauso heißt es, wo die Totenau ist, ist früher ein Dorf gestanden. Und das war ein ziemlich reiches Dorf. Die Leute sind aber immer gieriger geworden und immer böser geworden. Jetzt hat es der liebe Gott bestraft und hat das Dorf untergehen lassen. Und in bestimmten Nächten, so vielleicht wie heute, kann man die Kirchenglocken noch läuten hören von dem Dorf. Da müssen wir aufpassen, los und was hören. Seine Geschichten hat mir die Großmutter mal erzählt, das, was sie schon erlebt hat, was ihr erzählt worden ist. Und das fasziniert mich, das gefällt mir. Und durch das bin ich auf mein ganzes Hobby gekommen und lasse mich nicht mehr los. In diesem Haus in Dietrichsmais hat die Großmutter gewohnt, als der Sepp noch klein war. Er hat sie gerne besucht, obwohl es da kein fließendes Wasser gab und das Klohäusl draußen stand. Aber ich glaube auch gerade durch die Einfachheit des Bayerischen Waldes ist das alles noch länger erzählt worden im Bayerischen Wald wie woanders. Das heißt, so lange ist das noch gar nicht her, wo es für uns im Bayerischen Wald der Strom gekommen ist. Dafür gab es Geschichten. Also damals ist die Öpfelkapelle. Da hat damals gesagt, dass um die Kapelle früher so eine Burg um den Bau gewesen ist. Diese Burg, so heißt es, war schwer umkämpft. Bevor sie gestürmt und zerstört wurde, haben die Burgherren hier angeblich einen Schatz vergraben. Ich bin da mit dem Onkel auf Dörfer. Wir haben da praktisch erinnert, diese Burgmauern angesucht. Und haben da geschaut, haben wir die Ritzen rein, ob da Pfeilspitzen drin ist und ob wir eine Goldmünze finden. Gefunden haben wir nichts. Aber Gaudi haben wir trotzdem gehabt. Also es war eine schöne Zeit. Und ja, vielleicht hat ihm das ein bisschen geprägt. Jahrzehnte später hat Sepp Probst im Denkmalatlas tatsächlich Hinweise auf eine Wehranlage entdeckt und sie gesucht und gefunden. Allerdings 50 Meter hinter der Kapelle. Zu sehen ist hier noch der letzte Ring der Wallanlage und das Plateau, auf dem vermutlich ein Wehrturm so ähnlich wie dieser hier stand. Die von der Großmutter erzählte Geschichte hatte also wie so oft einen wahren Kern. Mit der Geburt seines Sohnes Max vor 13 Jahren beginnt Sepp Probst damit, all ihre Erzählungen aufzuschreiben. Ein erstes Buch entsteht. Sepp taucht immer tiefer ein in die Welt der Sagen, aber auch in die Geschichtswissenschaften. Inzwischen hat der Elektroniker 9 Bücher gefüllt. Und seine Facebook-Seite Mystischer Bayerischer Wald hat rund 35.000 Follower. Die Reaktionen auf die Posts bringen oft wieder neue Geschichten. Ich habe die Geschichte von der Hexenbläste in meiner Internetseite veröffentlicht. Und auf das hat sich dann dieser Besitzer von der Hexenbläst gemeldet. Da gesagt, der hat da noch so ein Glockerl daheim, wo sie damals diese Hexe gebannt haben. Und da freuen wir uns schon nahe, darf man das dann so besuchen und schauen uns dieses an. Die Vorgeschichte von der Hexenbläst spielt auf diesem Hof am Wolfsberg bei Zachenberg. Mensch und Vieh waren oft krank. Unglücke sind geschehen. Also hat der Bauer Patres geholt, die das Böse austreiben sollten. Durch Gebete und Glockengeläut musste die Hexe weichen. Die Originalglocke von damals soll in einem eingemauerten Eisenkasten liegen. Bauer Jakob Hackl und sein Sohn Günther freuen sich über Sepps Interesse. Überraschung, es ist nicht eine Glocke, sondern es sind 2. Ja, Frau, können wir das mal anschauen? Was du, wie wir gesagt haben, das ist eine, das ist das jüngere Glickerl. Das haben wir so losen mit zum Leiten fürs Weder. Fürs Weder, ja. Und das ist das ältere hinter. Komm rein, tu es einmal raus. Das ist das ohne Schwenkel, wie wir gesagt haben. Ne? Mhm. Ja, nämlich, das ist das, was wir meinen, wo der Bauer dann gesagt hat, das tun wir einen Schwenkel raus, dass keiner mehr leiten kann, dass die Hexe praktisch nicht mehr zurückkommt oder sich gereizt fühlt, sagen wir mal so. Ja. Sepp will sich noch umschauen auf der Hexenbläs. Da darf auch Max mit, sein älterer Sohn. Dort im Wald soll die vertriebene Hexe voller Zorn aufgestampft haben. Seither ist dieser Platz spärlich bewachsen, also eine Blöße mitten im Wald, die Hexenbläs.
Die vernünftige Erklärung für die fehlenden Bäume ist vermutlich, dass es hier sehr trocken ist. Es gibt ja mehr so Flächen übrigens in Bayern, wo nichts wächst. Diese Flächen kann man nachlesen. Handlung von den Herrschaften früher, denen Kräuter, Weiberl zur Verfügung gestellt worden. Jetzt war es interessant, was wachsen andere Beeren da, vielleicht Vogelbirl oder vielleicht brauchen sie auch das Moos. Moos genau. Hat man früher gereichert, hat es ein bisschen da. Das heißt, für einen normalen Bauern ist es jetzt unbrauchbar. Für so Kräuterweiber muss es nicht unbrauchbar sein. Das heißt, es kann da schon was wachsen, es kann da schon was sein, wo man sagt, das haben wir die brauchen können. Und wie dann diese Kräuterweiber ein wenig verschrien worden sind für Hexen, hat man dann gesagt, ja, das ist dann, da haben die Hexen immer da treffen, dass sie. Für diese zwei Hexen gibt es auch eine vernünftige Erklärung. Es sind Mitglieder der Rauhnachtsgruppe Waldkramperl. Die ganze Familie von Sepp Probst ist da aktiv. Seine Frau Katharina erschreckt gern andere. Aber hier? Also ich möchte da nicht länger sein. Weiß nicht warum, aber je weiter du da kommst, umso kribbeliger wird's. Da fühlt sich die Kindergärtnerin in der Küche daheim viel wohler. Sepp hat in seinen ersten Büchern auch alte Rezepte aufgeschrieben, etwa von Hirterstecken. Dafür braucht's am Vortag gekochte Kartoffeln. Weil man kann's rein mit einer so einem Gitter, wir pressen es durch, aber da braucht man halt dann schon mal. Weil ich finde, also mir ist schwach da. Zu den Kartoffeln kommen Eier und Mehl. Da hilft auch der jüngere Sohn Tom gern mit bei der Arbeit. Für das frühere arme Leute essen. Kneten und so, das ist das Beste. Aus dem Kartoffelteig werden fingerdicke Rollen geformt und in einem Reindl mit Butterflocken drauf gebacken. Sepp hat mittlerweile alles für eines seiner Leibgerichte hergerichtet, Heidelsuppe. Die Milch im Tontopf ist 3 Tage lang gestanden. Zuerst wird der Rahm abgeschöpft, dann die Milch darunter erhitzt. Es bilden sich schon diese Topfen, diese Heidel drin, woanders zu uns Oil. Oder man könnte vielleicht sogar so ein Frischkäsepilz setzen. Das ist der Grund, warum das Heidelsuppen heißt. Das sagen wir jetzt dann auch. Dann wird die Suppe im Topf mit Mehl angedickt. Und am Schluss kommen der Rahm und die Heidel wieder dazu. Und als einziges Gewürz Salz. Eine ziemlich saure Angelegenheit, die die Buben nicht einmal probieren mögen. Ist doch nicht gut. Und? Mhm. Sehr gut. Und für mich hängt schon ein bisschen Kinderhexgeschmack dran. Jetzt probier's einmal. Na ja, ein Liffi halt. Nichts Besseres. Nein, das kannst du gern bringen. Das ist mir zu sauer. Also ich bin nicht die Sauren, ich bin eher die Süße. Also die Hirtensteckern sind eher meins. Einmal mit und einmal ohne. Ich freue mich so schlecht aus. Die Buben mögen sie knusprig. Die Eltern haben sie mit einer Eiermilchmischung übergossen, die man stocken lässt. Und, wie schmeckt's? Also knusprig ist außen, aber innen ist halt ein bisschen länger. Aber mit dem Muffin muss es auch gut. Das gehaltvolle Essen gibt auf alle Fälle Kraft für den Spaziergang im Wald danach. Es geht zu einem uralten Opferstein, dem sogenannten Keltenstein bei Ingleinsberg. Heutzutage treffen sich gerne Esoteriker und Schamanen an dem Stein mit der kreisrunden Vertiefung. Bei ihren Ritualen opfern sie Kerzen, Kristalle oder Essbares. Doch was steckt da eigentlich wirklich dahinter? Man sagt, das ist ein Keltenstein mit germanischen Runen. Also Keltenstein stimmt schon mal nicht und die germanischen Runen auch nicht. Die sind erst viel später zugekommen, also zu nationalsozialistischen Zeiten. Wenn man diese Runen eingraviert, das hat man mit Germanen nichts zum Tag gehabt. Ein Keltenstein ist auch ein bisschen schwierig, weil diese Steine viel älter sind. Das heißt, er ist schon lange vorher entstanden. Der Kelte war hier schon Tourist, der hat das genutzt. Aber diese Steine sind von viel früher, also die sind schon lange vor den Kelten gewesen. Denn in der Nähe hat man ein Steinbeil gefunden, das auf 3500 vor Christus datiert wird. Solche Funde mehren sich mittlerweile. Als Sepp Probst Kind war, hieß es noch, der Bayerische Wald sei erst um 1000 nach Christus besiedelt worden.
Er will dieses neue Wissen um die viel längere Siedlungsgeschichte seiner Heimat weitergeben und die Weidler stolz machen. Bei uns, ich lese mal oft auch gerne auf Facebook, dass du ein Beispiel ist so langweilig, da ist nichts geboten, da ist nichts da. Und ich denke mir, wenn ich für die Haustür rausgehe, wo es zum Entdecken ist, der Bayerische Wald ist eigentlich schon uralt besiedelt. Und für uns gibt es ganz viele Sachen, die noch gar nicht entdeckt sind. Das die Leute zum Zeugen und das zum Machen, ist eigentlich ein wenig so mein Antrieb. Genau deshalb inszeniert Sepp Probst Wanderungen, bei denen er Geschichte und Geschichten auch mal nachts mit Hilfe der Beutkramper lebendig werden lässt. Was wahr ist und was nicht, bleibt ein Geheimnis im Bayerwald.